So, das bei diesem Radio eingebaute magische Band, ist nämlich kein Auge, sondern ein Band, wie man unschwer erkennen kann, hat zwei Systeme, wie man hier sieht. Einmal ein Triodensystem, besteht aus Anode, Gitter und Kathode, ganz normal. Und das eigentliche Anzeigesystem ist hier auf der linken Seite. Da gibt es einmal hier die Anode bzw. den Leuchtschirm. Dann gibt es hier den Steuersteg. Und hier gibt es nochmal ein Steuergitter. Das ist aber fix auf Kathode gelegt, ist verbunden intern. So, damit das Ding überhaupt mal leuchtet, braucht es eine Leuchtschirmspannung. Das haben wir ja gesehen, das Ding leuchtet. Also ist dieser Anschluss auf jeden Fall mit einer Spannung verbunden, also ist da. Die Ansteuerung von dem Band erfolgt über den Anschluss D. So, und der Anschluss D sagt, sorgt dafür, dass das Band mehr oder weniger zusammenfährt. Ich glaube, das kann ich einmal kurz mit meinem Röhrenprüfer zeigen. So, wie man sieht, habe ich einmal hier die Kathode. Die zwei gelben ist die Heizung. Das ist die Anodenspannung. Das ist an den Leuchtschirm angeschlossen. Und das sind die Steuerstege. So, bei diesem Radio war der Herr Philips ja in einigen Dingen knauserig. Unter anderem auch mit der Betriebsspannung. Wenn man mal guckt hier, das ist die Betriebsspannung, die hier angegeben ist. Die soll nur sein 182 Volt bei UKW und 170 Volt, nee, andersrum, AM. Also 182 Volt bei lange Mittelwelle, Kurzwelle und 170 Volt bei UKW. So, 170 Volt ist ungefähr hier. So, das ist die Helligkeit, die wir ja auch in dem Chassis gesehen haben. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das Ding denn, aber steuern lässt es sich, ne? Ist halt nur dunkel. Und jetzt haben wir ungefähr hier die Normalstellung, ist nicht mehr bei 50, sondern bei 40 Volt Steuergitterspannung. Ändert sich natürlich mit der Höhe der Leuchtschirmspannung. So, zur Vollaussteuerung von dem Auge brauchen wir 140 Volt. Damit das ganz zugeht. Wir haben das Anzeigesystem lediglich angeschlossen. Das heißt einmal hier oben die 170 Volt auf den Leuchtschirm gegeben. Und den Steuersteg haben wir mit einer Spannung zwischen 40 und 140 Volt versorgt. Und damit konnten wir dann steuern, wie weit das Band sich geöffnet hat. So, bei 40 Volt war es ganz auf. Bei 140 Volt war es ganz geschlossen. Und diese Spannung, die wir brauchen, von plus 40 bis plus 140 Volt, um das Band zu steuern. Ja, die steht als Steuerspannung so erstmal überhaupt nicht zur Verfügung. Und deswegen kommt jetzt an dieser Stelle diese Triode hier zum Einsatz. So, ich habe euch die Triode mal eben schnell dazu gezeichnet. Und dazu braucht es eigentlich wie für jede Triode einen Arbeitswiderstand. Der Arbeitswiderstand geht von der Betriebsspannung auf die Anode. In diesem Fall ist der 470 Kiloohm. So, die Vorgabe für diesen Wert hier findet man meistens im Datenblatt. Der hier steht so, wie er da ist, im Datenblatt von der EM84 da drin. So, und jetzt habe ich quasi die Verstärkung, die mir diese Triode zur Verfügung stellt und kann die quasi nutzen, um aus einer geringen negativen Spannung zwischen 0 und minus 22 Volt, die kann ich ja irgendwie locker generieren im Radio, eine hohe positive Spannungsänderung mache. Die Triode verstärkt ja nichts anderes. Und wenn ich jetzt diese Verbindung wieder einbaue zwischen der Anode und dem Steuersteg hier, dann kann ich quasi diese Steuerspannung damit auf meinen Steuersteg schalten und damit kann ich dann auch wieder das Leuchtband verstellen. So, hier haben wir schon mal meinen 470 Kiloohm Widerstand. Den schließen wir jetzt mal zuerst an. Und dann stellen wir erstmal wieder die 170 Volt ein. So, jetzt könnt ihr mal sehen, was passiert. Ich verstelle jetzt die Steuergitterspannung. Und hier passiert ziemlich genau gar nichts. Jetzt halten wir mal kurz gedanklich einmal inne und überlegen mal hier anhand des Bildes hier, wo denn nun der Fehler liegen könnte. Ziehe hier mal in der Mitte mal so eine Teillinie einfach ein
Und diesen Teil hier, was ja das Leuchtsystem ist, mit der Ansteuerung, haben wir ja vorhin getestet. Und in dem rechten Teil gibt es eigentlich nur zwei Elemente. Einmal den Anodenarbeitswiderstand und einmal die Triode selbst. Jetzt überlegen wir mal kurz, was denn dieser Arbeitswiderstand hier für Probleme verursachen kann. Nehmen wir mal an, der ist komplett unterbrochen. Dann würde hier an dieser Elektrode, an der Anode, keine Spannung mehr anliegen. Und somit auch an den Steuerstegen keine Spannung anliegen. Jetzt guck mal einmal rechts, zeige ich das Bild, wie das Leuchtbild der EM84 aussieht, wenn hier keine Spannung anliegt. Das Leuchtband ist komplett offen. Und das entspricht aber nicht wirklich dem Fehlerbild, was wir gesehen haben, sondern das Fehlerbild war, das Leuchtband ist immer zu. Das bedeutet, hier ist immer eine Spannung da. Ich zeige das nochmal rechts. 140 Volt heißt Vollausschlag für das Ding hier. Und somit heißt das, der Widerstand ist Punkt 1. Erstmal hat der Durchgang. Das heißt, er tut seinen Dienst und gibt hier die Spannung drauf. Also bleibt nur noch die Triode. Die zieht diese Spannung hier nicht mehr nach Masse. Die ist einfach verbraucht oder unterbrochen, wie auch immer. Da fehlt was. Ne, wenn man nämlich das Steuergitter nicht verbindet mit der Röhre, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn das Ding auch nichts macht. Also machen wir das jetzt mal richtig und dann probieren wir das Ganze nochmal. Da ist das magische Band, hier ist die Steuergitterspannung. Und bei 0 Volt Steuergitterspannung ist das Auge oder das magische Band, ja, berührt sich hier fast schon. Und wenn ich jetzt die Spannung erhöhe, dann geht es halt weiter zusammen. Also da ist nicht viel. Nur was jetzt eigentlich sein kann, ist, dass die Triode da drin einfach ein bisschen schlapp ist. So, jetzt gucken wir mal. Philips Miniwatt EM84. Gucken wir mal, was wir hier in unserer Kiste noch gefunden haben. Und zwar eine Used Old Stock EM84 von der Firma Valvo. Aha, ich sehe schon eine Veränderung. Und siehe da, so funktioniert's. Also war tatsächlich nur die Röhre platt. War nicht so oft, aber kommt scheinbar auch vor, wie man sieht. So, das heißt, bei 10 Volt ist jetzt hier, schließt das komplett. Die EM84. Ja, bei 0 Volt ist halt komplett auf. Guck mal. Jetzt ist das auch in annehmbarer Helligkeit so.